Hey zusammen, wenn ihr mitkommt, ich bin gerade auf dem Weg in die Stöckli-Manufaktur, um zu schauen, wo der neue Laser-WRT herkommt. Los geht's! Ich schaue jetzt gerade mal bei Mathieu Fauff vorbei, am Chefentwickler der Stöckli. Er ist für all die Innovationen zuständig und immer etwas am Umtüffeln. Mal schauen, was er heute wieder im Schild führt. Hey da, ciao. Wie geht's dir? Gut. Bei dir? Ja. Freut mich, dich zu sehen. Ja, super. Sehr schön. Was bringt ihr zu uns? Ja, dich mal wieder ein bisschen besuchen und schauen, wo der neue Laser-WRT herkommt. Aha. Aber zeig ich dir gerade. Ja, sehr gern. Ja, super. Cool. So, da sind wir. Da ist unser neuer Laser-WRT. Eben, der Laser-WRT steht, wie du sicher weißt, für eine außergewöhnliche Kombination aus einem Riesenslalom-Ski und deinem Slalom-Ski. Und dieser Ski trägt die ganze Rennfahr-DNA. Also ein Ski eigentlich optimal für dich, wenn du mal privat unterwegs Skifahren gehst, das ist genau der richtige Ski. Ja, finde ich einen super Ski. Ich bin auch schon gefahren und er ist ja, für auf der Piste optimal. Du kannst voll Gas geben, Schwung frei wählen, kurze, größere Schwinge, Speed aufbauen. Gleich ist immer eine volle Kontrolle, also wirklich perfekt, um auf der Piste Gas zu geben. Das ist eigentlich genau, was wir suchen, dieser Performance- und Kontrollaspekt des Skis. Das ist genau das Geheimnis vom Laser-WRT. Und eigentlich haben wir eine spezielle Technologie dafür entwickelt. Weißt du welche? Ja, ich habe da schon so eine kleine Vermutung, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wegen dem bin ich jetzt bei dir, Mathieu, dass du mir das erklären kannst. Diese Technologie ist eigentlich im Vorderteil des Skis eingebaut. Es ist hier angeschrieben, das siehst du auch, das steht für Carbon Steering Control. Diese Technologie haben wir mit euch für deine Rennski entwickelt und haben wir jetzt in den normalen Publikum-Ski eingebaut. Diese Carbon Steering Control besteht aus einer ganz speziellen Carbon-Anlage, die wir in Ski eingebaut haben. Diese Carbon-Anlage ermöglicht, dass der Ski sehr flexibel ist, also der Ski geht sehr einfach in der Kurve, aber gleichzeitig ist der Ski sehr stabil, oder? Genau das, was wir im Rennsport suchen, oder? Ganz genau. Jetzt gehen wir mal schauen, wie das zusammengebaut wird. Sehr gerne. So, da wird eben der Laser-WRT zusammengestellt von Karin. Siehst du, Schicht pro Schicht werden da aufeinander gelegt. Ja. Krass. Hast du gewusst, dass es 140 Arbeitsschritte braucht, damit der Ski fix fertig wird? 140 Arbeitsschritte? Ja, 140, oder? Ja, ja, das sind extrem nicht viele Arbeitsschritte. Oder? Ja. Aber die sind nötig und nur somit können wir die beste Qualität liefern. Oder? Ja. Marco? Vielen Dank, ja, Mathieu. Bitte. Mich gefreut. Ja, mich auch. Danke, danke. Mach's gut. Ja, bis bald. Ja, ich bin schon immer wieder beeindruckt, wie viel Arbeit in einem so einen Stöckli-Ski steckt. Wenn dich das auch interessiert, musst du unbedingt einmal vorbeischauen. Was ich dir noch mehr empfehlen kann, ist den neuen Laser-WRT auszuprobieren. Mach's gut, ciao zusammen.